Grüezi, liebe Zuschauer zu World of Tanks mit mir im Semper alleine. Immer noch Montagnachmittag und ja. Heute mit meinem Schätzelein, meinem BZ132. Dachte ich jetzt mal zwei Gefechte mit dem, zwei, drei. Mal schauen, ob ich die Gautfahrer noch kann. Vorhin mit dem Type ist ihm nicht so gegangen. Dachte jetzt ein bisschen WZ mit der kleinen Waffe. Leider auf der falschen Seite gespawnt. Jetzt hat's mir... Jetzt hat's mir schon wieder die Musik zerschossen, ne? Ich muss ganz kurz schauen. Nee, Tatsache. So, Entschuldigung für den kurzen Standbild, aber ich muss gerade schauen, was mit meinem Spotify los ist. In letzter Zeit fickt es mich gerade ziemlich nach, weil, Alter, vier Scouts in der Mitte. Weil, einerseits geht's mir irgendwie immer automatisch zu. Der Ruhe ist hier auf meiner Lieblingsposition. Das gibt's noch nicht, so kennt er das. So ein unerfahrener Spieler. Yay, ich habe den Kill von meinem Ziel. Yay, nochmal ein Kill. Läuft besser mit dem Light als mit dem Teil. Oh, ist ein Ziel. Oh, der Kill, ja. Yeah. Aber Ruß auch, ne? Kennt keine Schmerzen. Der knallt hier, was das Zeug halt, obwohl er offen ist. Und fährt dann auch in meine Nähe, damit auch ja, ich noch die Artschelle kriege. Nein! Den Kill hätte ich gern gehabt. Ja, aber okay, zwei Kills sind eigentlich schon mal gut. Ah, blöd, jetzt hat's ja gut abgeschafft. Ich will mal diesen 7-1er dazu holen. Doch. Hi, Bro. Whee! Oh, nicht gut. Nein, ist mich bounce noch. Alter Verwalter. Ja, hallo, der da hinten Sniper, der zum Glück einen kassiert hat. Wieso will ich mir jetzt gern kaufen? Ich möchte ganz von diesen Kills so viele ansammeln wie möglich.
Hi. Na, wieso fahre ich auch vor? Ich habe noch daran gedacht. Fuck, bin ich blöde. Wieso schmeiße ich mich so dämlich weg? Weil das schaffen wir jetzt noch zu verlieren. Ach, scheiße, Semper. Ja, das seht ihr, das ist jetzt, Entschuldigung, muss gerade was trinken. Das ist jetzt mein Problem, dass ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe. Mir fehlt jetzt die Routine. Beziehungsweise die Routine, dass ich jetzt, hätte sagen können, nein, das mache ich jetzt nicht. Aber ich hätte warten müssen, einfach nur ein paar Sekunden warten, bis irgendjemand anderes vorfährt. Dann hätte ich jetzt noch die Artis abstauben können und whatever alles. Aber nein, der Semper muss natürlich behindert sein. Oh Gott! Entschuldigung, ihr seht, das rückt mich komplett auf. Alles in allem war es nicht mal so ein schlechtes Spiel, wenn recht viel. Gut, es war mir ein bisschen abstauben, es war nicht wirklich ein skillvolles Spiel, aber... Ja. Was mit dieser, mit dem fernroten Ding ist, aber vom... nicht... Der das? Ich sag mir bitte Spick, dass du einfach in Decken fährst und nicht von vom TC in eine Frist. Bitte Spick. Bitte Spick. Ah ja, schieß lieber Heat auf den TC. Ja, wenn ich es gewonnen, weil TC ist natürlich auch dumm, dass er. Der schläft sich noch rum, der Spick. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, World of Tanks, wie es lebt und lebt, ne? Aber ist gut, es gab 4 Kills auf meiner Mission. Gut, wenn es solche Missionen sind... Ja gut, das heißt nicht unbedingt, dass es schneller geht, aber... Es könnte schneller gehen, wie wir jetzt gerade sehen. Wenn natürlich so, wenn du 5 Kills machen musst, du schaffst in einer Runde gleich mal so 4... 2 bis 4, ja. Kann, wenn du Pech hast, kann es 10 Gefechte gehen, wenn du, oder noch mehr. Wenn du Glück hast, dann... So wie bei mir, hast du noch 2 Gefechte oder 3 Gefechte, schon 6 Kills. Ist das eigentlich so durchschnittlich 1 bis 2 Kills pro Runde? Ganz nett. Und wenn, dann haben wir uns da halt Tier 10 spielen, am besten mit den... was soll ich jetzt sagen? Halt hier spielen und dann sowas Großes wie ein Kinderwerfer oder ein Jäger oder so nehmen, wo man auch fette Kellen verteilen kann und dann hat dieses so diese 600er als One-Hits rausnehmen kann. Muss natürlich genug lang leben und auch zur Möglichkeit kommen, aber es wäre von der Logik, vom Prinzip her das Logischste, so vom Prinzip her. Habe ich eigentlich noch Mission? Ah ja, wir müssen sie nicht am Nachmachen, die Einzel schon durch. Hallo Gegner. Okay, geil. Nein! Gott sei Dank habe ich noch geschafft. Oh, jetzt bleiben die da alle stehen. Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal einen Spotting Run auf diese PDD-Position machen. Ich
Okay, das scheint nichts zu sein. Das heißt, ich kann eigentlich in alle Ruhe in die Mitte reinfahren. Nicht unbedingt was senken. Gut, da ist schon Angst, dass hier ein Stein steht. Was sieht ihr 6 Uhr Pershing gegen dieses Zeugs dort? Ja, das ist ja nicht reich. Da geht es auch zu. Jetzt kann ich mich versuchen, in der Mitte zu positionieren. Eigentlich sollten die Jungs da eigentlich fort. Oh, Schamanatik. Fuck, schade. Egal wie es verzwickte Lage, weil vor mir immer noch der Prototyp stehen kann, was mich ein bisschen daran hindert, vorzufahren. Ah, nee. So genau ist er jetzt zugegangen. So ist eigentlich die Art ja auch immer noch zu. Stand doch da irgendwo. Fuck. Sollte nicht aufgehen. Ich sollte treffen. Und durchkommen wir doch nicht. Hallo. Was hast du am Durchkommen nicht verstanden? Endlich! Oh! Schieße ich dir mit so viel Arbeit runter und dann kommt jemand, der macht klick klick und weg ist. Oh. Nein, bleib so stehen und fahr. Piep, 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 zurückfahren und... Oh. Ja, wenigstens steht jetzt. Oh, und dann treffe ich nicht mal. 2 Minuten noch. Das reicht, um mir den GF da hinten zu kaufen. Die zweite Arti noch schnell. Boah, wollen da gar... Erst die Arti, dann den GF, dann den Cap. Ich kann aber nicht sagen, dass die Arti nicht hinten... Jawohl, das ist ja. Na komm, hätte ich jetzt auch gern gehabt. Muss ich schauen, der T10 hatte noch fast volles Leben. Die S3 war One-Hit. Der FV ist Two-Hit. T10 und die S3 sind am Cap. Zug steht noch außen, das heißt, ich könnte ein bisschen Glück versuchen, die rauszulocken. Ich habe noch voll HP. Also voll HP habe ich nicht. Nicht zu nah ranfahren, sonst kriege ich der T10 Proxy auf. Musste den nur kurz wissen.
löst jetzt das. Der T10 ist wirklich so dumm und will mich verfolgen. Tschüss. Ich lass mal hier drin, ne? Ich mache jetzt mit dem kleinen Spielchen, bis die anderen da sind. Das ist ein Fehler, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo der ist. Hier bin ich eigentlich recht sicher, weil wenn ich zu mir kommen würde, müsste ich den Cap-Kreis. Ich jetzt mal kann ich dem ES6 folgen, dass er mir einen Schuss fressen könnte. Oh, er ist hier. Oh, nicht gut. Na, schade. Hätte ich vielleicht gerne schon. Ja, aber komm, das war echt eine geile Runde. Denn ja, der letzte Kill hat mir noch gefehlt. Ich weiß nicht, was ich hätte. Die Art hätte ich besser treffen können, nämlich nicht an den Steinland gefahren wäre und hinten gewartet hätte. Den hätte ich einfach generell am Schluss. Ja gut, das war ein T10. Da habe ich überhaupt schon gut abgelenkt, das ist eigentlich okay. Da habe ich auch Cap-Punkte resettet. ES3 habe ich ja schön gekriegt, den FV habe ich auch schön gekriegt, das war auch okay. Ja, Super Pershing habe ich ja. Ah doch, 5 Schüsse habe ich getroffen. Die Art hätte ich halt treffen dürfen. Die und den 12. Ich wissen, wir Lack haben können. Und den Bulldog. Das heißt eigentlich 3 Kills, wo ich sagen müsste, Semper hätte es besser machen können. Ja, nur gut, 12. Den Bulldog hätte ich zuerst einen Bulldog töten können und dann erst die Arti, das wäre... Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Zuschauer, das war's schon wieder für den Part von Earth Tanks. Ich denke, das waren doch zumindest jetzt das zweite Gefecht. Ja, das erste war ja auch nicht allzu schlecht. Ja, aber da eigentlich 2 gute Gefechte, zumindest lernreiche für mich und für euch. Und schaut auch Tricks hinein, vergesst nicht zu bewerten, kommentieren, blub blub, was ihr auch alles gerne machen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.